Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für den vor einer Woche vorgestellten Schnauzermischling Krümel gibt es Hoffnung auf ein neues Zuhause. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Tierheims versucht gerade, ihre Hündin mit Krümel anzufreunden. Falls das gut klappt, steht dem Happy End nichts mehr im Weg. Dann würde Krümel den Verlust seines Frauchens viel schneller verkraften. In unserer heutigen Folge geht es um Wellensittiche. 13 der kleinen, bunten australischen Papageien fristen ihr Dasein zurzeit in der Arche Noah. Sie lebten bisher eigentlich unter guten Bedingungen beim Vorbesitzer, denn sie hatten genug Platz mit Innenraum und einer Außenvoliere zum Fliegen. Doch leider konnten die Vögel nicht mehr versorgt werden und mussten auf Veranlassung des Veterinäramts dem Tierschutz übergeben werden. Ihre Liebe zur Geselligkeit und zum Schwatzen kann man schon vor der Tür ihrer jetzigen Unterkunft hören. Es ist eine bunt gemischte Schar, die nun an Liebhaber abgegeben werden kann. Die Sittiche müssen auch nicht zusammenbleiben, aber vermittelt werden mindestens zwei gemeinsam. Wellensittiche leben bekannterweise in großen Schwärmen auf dem australischen Kontinent und fühlen sich sehr einsam und leiden, wenn sie allein gehalten werden. In der Vergangenheit konnte man oft nur einen Wellensittich in einer Familie erleben, der den Menschen dann sehr nahe war. Diese Haltungsform ist aber heute überholt und den geselligen Vögeln nicht zuzumuten. Zum Wohlbefinden und Glücklichsein brauchen die Schwarmvögel mindestens einen Artgenossen. Von Züchtern kann man erfahren, dass es am besten ist, immer die gleiche Anzahl von männlichen und weiblichen Tieren zu halten. Das ist gut für die Harmonie der Gruppe. Wellensittich-Liebhaber oder Tierfreunde, die Wellensittich-Liebhaber werden wollen, können sich in der Arche Noah gern informieren und die Vogelschar nach telefonischer Vereinbarung anschauen. In eine kleine Käfighaltung werden die Vögel allerdings nicht abgegeben, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes.